Manchmal beginnt der Tag auch wirklich so, wie er später mal als Ganzes werden wird. Begeisterung ist riesengroß, gell? Ja. Immer dann kommt es bei Natur mehr auf den Kopf an, als auf die Vorbereitung und die Kondition. Für diesen Tag haben wir am Weg Community Trail haben wir uns stolze 40 Kilometer vorgenommen. Und ob wir das schaffen, erfährst du in diesem Video. In meinem neuen Tourenvideo. Schnittsgeschwindigkeit 3.5. Hoffentlich sieht man sie nächste Woche auf einer tollen Tour. Und welche das ist, das verrate ich nicht. Hier in der Info habe ich nur die Daten des offiziellen Wegverlaufs angegeben. Dokumentiert habe ich aber unseren gesamten Weg, von bis zur Haustür. Ja, geworden ist es der Weitwanderweg Kremstal-Donau. Wer meine Videos kennt, dem wird das bekannt vorkommen. Das ist nämlich genau derselbe Einstiegspunkt wie von Weide bei Steigwachau. Und interessanterweise ist der Weitwanderweg auch nicht angeschrieben. Das macht uns aber nichts. Wir gehen einfach los, weil es ist nämlich verdammt kalt. Rabengasse, warte ein bisschen. Da geht's offiziell hinunter. Ach so. Ja. Ja, Wegweiser sind out, GPX ist in, gell? Ich habe noch keinen einzigen Wegweiser entdeckt, obwohl wir jetzt schon fast einen Kilometer unterwegs sind. Nach den Zebrastreifen, aber wirklich, genau, alles demnächst in diesem Video. Na, ein historischer Moment, der erste Wegweiser vom Weitwanderweg Kremstal-Donau. Lang hat es gedauert. Ui, Bella hat zum ersten Mal versagt, Schuhband offen, trotz richtigen Knoten, wie kann das sein? Blöde, runde Bandung. Falls mir heute die Schuhbänder aufgehen, werde ich es ganz sicher dokumentieren. Ich habe was richtig gefunden. Etwas rätselhaft, so eine ins Landesgericht, ja. Oder gleich ins Gefängnis. So, man, da die Mannen, die haben da gerade erst gebaut bei der Landesgalerie. Aber leider Gottes, schau, ist schon wieder aufgehoben. Na, die Baulobby braucht offensichtlich ein Geld. Die Wegweiser dichten nicht ungeahnte Höhen an, gell? Nichts für kleine Leute. Also jetzt, wo die Wegweiser zu neuer Höchstform auflaufen, jetzt geht es in die Steinalstadt hinein. Die sehen wir jetzt endlich einmal bei Tag an, gell? Ja, wenn man diese Bilder sieht, dann fragt man sich, was es über diese Tour zu jammern geben kann. Aber wartet es noch ab, diese Tour hat zwei Gesichter. Wenn sich wer über die mangelnden Wegweiser beschweren will, schaut Salzlandgasse, da könnt ihr hingehen. Ja, vergeblich sucht man den Wegweiser, der auf die Steiner Frauenbergstiege hinweist. Das Welterweissteigzeichen sieht man. Tatsache ist, laut Track geht es auch wirklich für uns da hinauf. Und außerdem ist die Frauenbergkirche ja auch ganz schön. Also wer weiß, dass er nach dem Outdown muss, der wird natürlich auf jeden Fall hinkommen. Aber ohne Track und ohne das Ganze auf der Karte eingezeichnet zu haben und jedes Mal drauf zu schauen, wird es sich echt schwer tun, auf diesem Weg den korrekten Verlauf zu finden oder zu folgen. Also wir haben dem Track von der Website gefolgt und der sagt was anderes als wie der Wegweiser. Ja, diesmal ist glücklicherweise die andere Seite der Brücke gesperrt. Am Welterweissteigwachau habe ich mich noch recht geärgert, dass ich das nächtliche Krems nicht aufnehmen habe können, weil es war nämlich hinter der Brücke. Ja, also in Mautern am Rathausplatz sind die 5 Kilometer. Ich da umhängen habe, ist 5 Kilometer, aber die Strümpfe qualmen im Winter ohne. Also für die nächsten paar Kilometer bis zum Stiftgöttweg kann man ganz getrost den Welterweissteigmarkierungen folgen. Ist nämlich genau derselbe Wegverlauf. Warum solltet ihr euch das Video trotzdem anschauen? Naja, damals war es finster. Irgendwie hat es so die verbogenen Schüler. Ich glaube, das österreichische Bundesheer wird uns verzeihen, wenn wir auf dem Parkplatz da vorbeilaschen.
Ja, wir wandern da inmitten von Löswänden, die einem später noch viel eindrucksvoller sein, wenn wir wieder hinuntersteigen in Richtung Furt. Da müssen wir zurückgehen. Ja, da müssen wir zurückgehen. Geht nicht anders. Na schau, inzwischen laufen die Wegweiser wieder zurück zum Hof. Mhm. Wir sind beim Zellerkreuz. Ja, schöner Rastplatz. Ja. Magst nicht rasten? Nein. Bello ist kaputt, Bello mag nicht mehr rasten. Bello ist nicht kaputt. Bello ist, wenn er rastet, kalt. Da sieht man sehr eindrucksvoll. Schau, das ist zwar lös und da bildet auch Wände, aber bei Weitem nicht so, dass es da keine Erosion gibt. Die Bäume haben ganz schön zum Kämpfen, dass die da die Wand da halten, beziehungsweise die Wurzel tief hinunterreicht. Ja, ja. Schau mal, was ist das für ein Baum? Dirnbuch. Ja, das ist ein wunderschönes Exemplar der Kornelkirsche für die deutschen Zuschauer. Dirndl blüht sehr früh, oft schon im Februar, und wird eine gar köstliche Marmelade draus. Ja, na, ein wunderschöner Dirndlbaum, gell? Der eindrucksvolle Hohlweg im Zellergraben verdient sich auf jeden Fall einen Besuch. Und man erfährt durch den Lehrpfad auch viel über die Geologie des Löss und seine Rolle als Lebensraum. Na schau, da kommen wir doch noch in das Erlebnis des Originalverlaufs vom Welterbesteig. Weil beim letzten Mal, wenn wir dann gegangen sind, war da nämlich zu wegen Bauarbeiten. Schaut sogar die Bäume trauen der Chance nach bei dem unnötigen Wetter, gell? Ja. Könnte ja einfach schön sein. Was macht stattdessen nach einem Nullwinter bei uns im Flachland? Flank als unnötig und mal dumm. Bist du deppert, wo es da überall hingeht, schau? Unglaublich. So, vor unserem finalen Zustieg zum Stift Göttweg sind die 10 Kilometer erreicht. Bitteschön. Und ich habe den Spruch nicht gelesen, deswegen kann ich auch nicht sagen, was draufsteht. Aber ihr könnt es schon lesen, oder? Was steht denn da wirklich drauf? Es ist kalt, doch du wirst sehen, auf deinem Konto stehen bereits 10. Ja, wahrscheinlich hat der Peter das Wetter auch bestellt. Du Peter, über das Wetter müssen wir noch reden, gell? Genau. Im Winter zum Teil arg rutschig. Da hast du zumindest mit meinen Laufschuhen ziemlich aufpassen. Stift Göttweg ist erreicht, nach fast 3 Stunden. Ja, da schließt sich unser Blick auf den Abstiegsweg in Richtung Kleinwien und drüben auf den Wachsenberg. Normalerweise sichert man da bis in die Alpen hinein, aber
Alles ist trüb. Sonne ist nicht gerade in Hochbetrieb, ne? Diese Bankerl werden wir jetzt trotzdem nutzen. So, ja, nach 20 Minuten Rast machen wir uns jetzt auf den Abstieg nach Klein-Wien. Klein-Wien ist übrigens wirklich sehr viel kleiner als normal Wien. Ist fast schon winzig Wien. Ja, an dem Punkt trennen wir uns vom Welterbesteig Wachau. Jetzt geht es hinunter nach Klein-Wien direkt. Schau, Weitwanderweg, Kremstal, Donau. Der Zug kommt. Der große Vorteil bei diesem grauen Grauwetter ist, man merkt nicht, wenn die Dynamik der Kamera unzureichend ist und man den Himmel in Weiß absauft, weil er ist nämlich weiß. Weit waren der Weg, grenzt euch Donau. Immer noch geradeaus, ne? Gut. Sind wir nicht so, oder? Abzweigung nach Baudorf. Ja. Gott sei Dank, das wäre verdächtig mit der Sackgasse, gell? Ja. Ja, wer schon müde ist, kann in Baudorf in die Bahn einsteigen. Ja, weil für uns ist noch nicht mehr die Halbscheid, gell? Da ist der Predigtstuhl zum Segen. Schau, da die Abhänge sind sogar ganz leicht weiß. Die Kinder von der Volksschule haben gemalt. Oder die Viecher sind sogar erkennbar, also von daher. Ja. Auffälligerweise fehlt da aber ein Einhorn. Aha, Etappe Baudorf-Hollenburg, schau. Wo sind wir jetzt? Und weiter, das ist schon außerhalb von der Karte. Hat man es besser zum Sehen. Über die Donau drüber und da gehen wir bis Gielersdorf. Ja, lieber Wolkenfänger, danke für deine guten Wünsche und meinem Kurzvideo zu dem Thema, dass wir heute am WMW Community Trail in der Winter Edition unterwegs sind. Ein schönes Wetter hast du uns gewünscht. Ich glaube, das müssen wir noch üben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Bei diesem Ort umgeflankt hätten wir vielleicht doch die Langlaufski mitnehmen sollen. Ich habe sie immerhin noch im Auto, in guter Hoffnung. Ja. Vom Wienerwald in die Wachau, vom Burgersdorf geht der Jakobsweg der Wecker. Aber wir wollen ja den Jakobsweg gar nicht gehen. Wir wollen ja in einen Weg gehen, den keiner geht. Und dann wollen wir haben, dass jeder unsere YouTube-Videos ausschaut von Sachen, die keiner kennt. Weitwanderweg Kremstal-Donau. Ja schau, was hängt denn da? Selbst wenn du musst zurückgehen, dir nimmt keiner mehr die 15. Und hoffentlich werden es noch mehr als 15. Ja, geradeaus immer noch, gell? In Richtung Höbenbach. Wir gehen ja von der Donau immer mehr weg. Ja, ey, weil der Hübenbach ist der südlichste Punkt. Okay. Eine düstere Stimmung, schau mal nach hinten. Ja, und für alle, die es interessiert, wir waren am Skulpturenweg Baudorf-Eggendorf-Hübenbach. Da ist sogar da angeschrieben. Ja. Weit war der Weg Kremstal-Donau. Ist nämlich schon ziemlich weit noch. Daher der Name. Ja, wie heißt es so schön auf der Webseite über den Weitwanderweg Kremstal-Donau? Er führt durch bislang noch unentdeckte Gegenden. Naja, es gibt schon manchmal einen Grund, warum unentdeckte Gegenden noch unentdeckt geblieben sind. Aber ich verspreche euch, es wird besser. Nämlich am zweiten Tag. Ah, Wintersperre betreten und befahren auf eigene Gefahr. Bella, bist du sicher, dass du der Herausforderung gewachsen bist? Wir warteten ja schon verzweifelt darauf, dass endlich der Asphalt aus ist, gell? Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Zuschauer alle schon mal einen Wegweiser gesehen haben, aber zur Sicherheit habe ich auch den festgehalten. Da ist auch wieder eine mysteriöse Skulptur. Dieser mysteriösen Konstruktion werden wir jetzt auf den Grund gehen, ha? Element Wasser. Wenn es auf dem Schüttel nicht stank, wäre ich zu blöd für den Hinweis. Weißt du, wo wir da sind, wie das heißt? Hungerfeld. Hungerfeld? Ja, merkst du was? Ja. Ich auch nicht. Also ich habe keinen Hunger. Kann jedenfalls nicht an der Gegend liegen. Nee. Spätestens ab da bin ich von dem Weg echt genervt. Ich hasse Asphalt. Und ich weiß, was noch kommen wird. Und mein Umgang damit ist immer der gleiche. Galgenhumor wird uns über die nächsten 20 Kilometer bringen. Grußstätten!
Und ja, natürlich bin ich aber schuld. Ich habe den Weg schließlich auch selber ausgesucht. Ja, 4 Kilometer nach Hollenburg, gell? Aber das ging nach einem guten Ziel für eine Rast, oder? Schau, wir sind in Großstädten. Aha, und da unten ist Hollenburg. Ich würde sagen, das ist okay, so, ne? Ja. Auf nach Hollenburg. Der Bastler-Hit ist das, hä? Na, tut aber zum Glück gar keiner. Ja, da haben sie auch wieder so eine arge, löste Rasse drinnen. Kaum zu glauben, dass das stabil bleibt, gell? Krems zum Nah und doch so fern. Ja, eigentlich sind wir sogar inzwischen wieder am Gemeindegebiet von Krems. Die nächsten Schauer drohen. Gott sei Dank Schnee und keine Regenschauer. Ja, das muss man schon sagen. Man hat zwar aussichtsreich den Wegverlauf gewählt, aber es ist jetzt seit Baudorf durchgehend Asphalt für viele Kilometer und da wird sich jetzt fast bis zum Etappenende nichts mehr Wesentliches dran ändern. Das ist natürlich schon ein gewisser Schwachpunkt. Also wer nicht wirklich sehr asphaltfester Weitwanderer ist, der braucht sich den Teil des Weitwanderwegs Kremstal-Donau nicht unbedingt antun und schon gar nicht zu der Jahreszeit. So ehrlich muss man auch sein. Ja, Thais arbeitet, gell? Es raucht. Ja, der Asphalt ist weg. Unglaublich. Eine tolle Beobachtungsgabe und abgesehen davon, ja, der Jubel kennt keine Grenzen. Aber wir haben jetzt Autobahnerlebniswandern in der Nähe von Hollenburg. S33 die ehemalige, jetzt B37A, eine Bundesstraße im Autobahnrang. Na, dankenswerterweise müssen wir da nicht auf der Bundesstraße rennen. Was sich da wohl hinten da verbirgt, hä? Sandlass Privatklinik Hollenburg. Etappe Baudorf Hollenburg. Mhm. Ja, wird schon stimmen. Ja, weit waren der Weg, Kremstal-Donau. Da kann man offensichtlich einkehren auf einen Kaffee. Das ist die Frage, ob es dann auch da weitergeht. Ja, schöne Aussicht. Aber da geht es nicht weiter. Also, liebe Markierer, bitte, bitte, wenn sowas optional ein Schwenk ist irgendwo hin, dann kannst du es doch einfach so anschreiben, oder? Ja, also wer nicht unbedingt ein unglaublich drängendes Verlangen danach verspürt, bei der Privatklinik in Hollenburg einmal den Park zu besichtigen, der kann sich den Abstecher sparen. Also wenn ihr so wie wir zu der Klinik da fehlgegangen seid, dann kann man bei dem Eingang zur Parkgarage einen Abstecher wenigstens dann nehmen. Also liebe Leute, von der anderen Seite ist es brav und richtig. Da steht eindeutig, dass der Weitwanderweg einfach da geradeaus weitergeht und dass die Sandlass Privatklinik eben nicht Bestandteil von dem Weg ist, sondern ein Abstecher. Ich brauche auch keinen Wegweiser dafür, dass er dann erst wieder am Dreck schauen muss, ne? Ist erreicht. Wo steht da drauf? Im Winter auch so kühn und artig. Toll, du hast nun 25. Na gut, an dem Reim muss man noch ein bisschen arbeiten. Weitwanderweg Kremstal-Donau. Willkommen am Autobahnerlebnisweg. Die Etappe Hollenburg geht aus Dorf. Na bitte, sind wir auf der letzten Etappe für heute. Tja, müssen wir ein Loch unter der Autobahn durchfinden. Aber schau, sie haben zumindest einen Garten entlang der Autobahn. So da, wir sind an der Donau. Hollenburg auch an der Donau. Ja, nach Theis müssen wir schwimmen. Nach Theis müssen wir, so wie es da ausschaut, schwimmen. Ja? Ja, was wird uns auf den nächsten Kilometern erwarten? Das. Wir gehen jetzt entlang der Donau, zuerst in die eine Richtung,
bis zur Brücke. Dann über die Brücke drüber und dann wieder in die andere Richtung. Das ist nicht sonderlich spannend, leider. Also, wir müssen nicht nach Theiß schwimmen. Tatsächlich ist da vorne nämlich eine Brücke. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, es ist eine Autobahnbrücke. Ja, super. Ja? Darf uns ein bisschen aufwärmen? Ja, super. Wir sind schon 30 Kilometer unterwegs, also von daher sehr freundlich, danke. Bitte Ordnung halten, na wunderbar, das machen wir doch. Das Lagerfeuer war sehr zu Pass, gell, jetzt für uns, aber da werden wir eine kleine Rast machen und ein bisschen was trinken und essen. Ja, was haben wir denn da? Was ist denn da? Du warst noch immer, wow, fleißig und du warst bereits 30, ja. Tatsache, auf geht's. Nach Gedersdorf. Einmal darf man einen Schüttel herzagen. Hm? Ja, am Nordufer der Donau gibt es die schöneren Rastplätze. Gell? Gibt es sogar Feuerstelle, offizielle. Schon. Da oben, bei der Klinik sind wir unnötig einmal umgekofert. Jetzt haben wir auf jeden Fall einmal da die Aue erreicht. Das ist sehr günstig, weil da biegen wir jetzt nicht ab. Jetzt haben wir nicht mehr, Donau, jetzt haben wir nicht mehr Aue. Das ist ein schönes altes Exemplar von so einer Silberpappel, gell? Das stinkt. Das stinkt, ja. Da ist die Kläranlage von Krems nicht weit. Das ist leider nur eine Wasser- und keine Luftkläranlage. Da auf einem Spielplatz. Brunn und geht aus Dorf. Und da in die Bahn werden wir einsteigen. Weit Wanderweg, Kremstal, Donau, ne? Das kann aber nicht stimmen. Ne? Weit Wanderweg, Kremstal, Donau, das stimmt schon eher. Ja, endlich runter von der Straße. Auf einen nicht minder asphaltierten Güterweg. Es ist interessanterweise ein Fernwärmespeicher. Das heißt, die dann da drinnen die Wärme puffern. Ja, nach Theiß beginnen die Mühen der Ebene. Diese Ebene heißt Dulnerfeld. Ich bin kein Fan von Ebene, das weiß man. Also ganz ehrlich gesagt, wegen dem braucht keiner herfahren. Muss man einfach in aller Deutlichkeit so sagen. So schön könnte es sein, da drüben, hinter den Strommasten, wo man die Hügel sieht. Aber wir, mit Rodeln, wir müssen ja da rennen, ne? Was ich geglaubt habe, dass die Gegend nicht mehr getoppt werden kann. Durchaus kann die getoppt werden. Der Weg kann nämlich auch noch entlang einer befahrenen Straße verlaufen. Tierische Rehe, schau. Wenn die da grasen wollen beim Autoverkehr, das kann ja nichts mehr ausmachen. Ja, ich würde in dieser Ebene fahren, das macht nichts. Dem kann abgeholfen werden. Da vorne ist nämlich eine Schnellstraße zu überqueren. Da, das darfst du jetzt nur stolz in die Kamera präsentieren. Was steht denn auf dem Schrieb? Vielleicht scheint alles trüb und eisig, doch du notierst schon 35. Ja, es erscheint eh tatsächlich trüb und eisig, gell? Das muss man schon so sagen. So, also Schnellstraßenerlebnisweg Teil 2. Da war es recht gemütlich, da hört man nämlich die Autobahn, nicht? Und es geht auch relativ wenig Wind, gell? So, keinesfalls darf der Weg da rechts umgehen, weil da war ja der Asphalt aus. Ja, Baden verboten. Mit behördlicher Anordnung. Also die Behörden haben angeordnet, dass die Fische nicht an Zechalkas eingehen dürfen, darum dürfen wir da nicht baden. Wenn jetzt der Brunnen ein bisschen zu weit zieht, dann schaut es gleich viel näher aus. Bahnhof steht da schon. Ui, leider, weit waren die Kremstal Donau. Es geht nur mehr in die andere Richtung. Nein, für mich nicht. Sehr gut. Du kennst nur mehr eine Richtung, das ist der Bahnhof, gell?
Ja, zu Bellas Beruhigung. Er geht doch in beide Richtungen. Von und Felde kann sich keinen echten Gehsteig leisten, gell? Aber einen Maler haben sie anscheinend. Immer noch verheißungsvoll geht das nur auf 1 Kilometer, schau. Ja, 3 Streifen, 2 Streifen, 1 Streifen, ein Fahrradparkplatz. Was sagt uns das? Jedes Dorf sagt uns das. Also, was haben wir auf der Uhr stehen? 38,12. Nicht schlecht, Bella, gratuliere. Und das ist nämlich noch nicht einmal alles, weil wir müssen dann auch noch vorbei noch nach Hause. Da tun wir jetzt abstoppen, ja. Piep. Naja. Landschaftlich nicht besonders attraktiv, dafür aber lang und damit dann nicht Fahrt wird, viel Asphalt und man quert zwei Autobahnen. Wir werden morgen nämlich den Weitwanderweg Kremstal-Donau fortsetzen, von hier weg in Gedersdorf weiter über Langendals und Stratzing in Richtung Föhl. Dann schauen wir mal, es kann nur besser werden. Und so bleibt uns auf unserem Heimweg durchs nächtliche Krems nur noch eine einzige Frage. Haben wir die 40 Kilometer geschafft? Ein kleiner Bonus. Wer hätte es gedacht? 40,01 Kilometer. Trotz Kälte und Eis wird es hitzig, denn es sollen haben bereits 40. Da steht 40. Das ist aber gemein. Also, wir beschweren uns, es gibt einen Tippfehler. Der Bella und ich haben heute 40 Kilometer geschafft und da steht nur 40. Wir haben aber nicht geschummelt, der Zettel schummelt. Ja, und eine Sache noch ganz am Schluss. Bella, was? Zieh meinen Hut von dir. Schön, danke.